Menge lustige Entdeckungen machen die Besucher aus dem Baselbieter Parlament vom Zuschauerbalkon oben ab. Dabei stechen als erstes nicht die beratenden Geschäfte, sondern ganz pragmatische Sachen ins Auge. Also, was mir aufgefallen ist, dass der hier noch von Hand abstimmt, dass jeder aufstehen muss. Auch die Sitzordnung ist eine ganz spezielle für das Parlament. Wenn man so in Reihen sitzt, quasi wie in einer Festgarnitur praktisch. Das ist sehr spannend, aber ist auch natürlich von mir aus gesehen etwas sehr Volksneues. Also mir ist sehr aufgefallen, wie kurz die Traktandenliste war, weil bei uns ist das einfach eine riesige Menge an Geschäften, die wir hier an einem Tag behandeln. Dass es heute nicht so eine lange Traktandenliste gibt, hat direkt mit dem Besuch aus dem Baselbiet zu tun, der im Anschluss an die Sitzung an ein Apéro und auf einen Ausflug darf und darum der Zeitplan streng muss eingehalten werden. Ganz so ruhig und fast schon rasant wie heute geht es im Thurgauer Grossen Rat nicht immer zu und her. Dass vor allem die Sitzordnung die Aufmerksamkeit auf sich zücht, löst auch beim höchsten Thurgauer ein kleines Schmunzeln aus. Das gibt es in der ganzen Schweiz sonst nie. Das ist die Bankettbesteuerung, die wir hier haben, die wir ja auch haben ändern vor etwa ein oder zwei Jahren. Und in jedem anderen Parlament sitzen die Leute so wie in Basel-Land in einem Haufisen oder entlang drei Wände vom Saal gegenüber vom Präsidium und von der Regierung. So wie im Thurgau ist es nie. Und wir sehen unsere kleinen Vorteile, so wie es im Thurgau ist. Aber vielleicht ist es auch darum bei uns ein bisschen lauter als in anderen Parlamenten, weil man kann miteinander reden über den Tisch. Beobachtungen im Grossen Rat verleitet der zweithöchste Baselbieter sogar fast ein bisschen zur Selbstkritik. Basel-Landschaft war halt ein revolutionärer Kanton, hat sich getrennt von einem aristokratischen Regime und das Recht vom Volk ist sehr ausgeprägt. So dass wir uns eigentlich in Geschäfte einmischen müssen, die in vielen anderen Kantonen eigentlich auf der Regierungsebene erledigt werden. So werden wir mit vielen Detailgeschäften beschäftigt sein, die ein anderer Kanton selbstverständlich nie. Kantonsparlament muss sich mit anders setzen. Das wird mit der Zeit ein Problem sein, weil einfach die Flut der Geschäfte so gross ist, dass wir zeitlich nicht mehr nachmögen. Besuche aus anderen Kantonen gibt es immer wieder. Und auch die Thurgauer schauen sich gerne andere Parlamente an. Die Regierungspräsidentin schaut stolz auf die Eigenheiten des Kantons und appelliert sogar gerade das ganze Land. Ja, ich denke, es gehört fast ein bisschen zu der Staatsbildung für alle Schweizerinnen und Schweizer, um eben einmal in Thurgau kommen und sehen, wie wir bei uns einen Parlamentsbetrieb machen. Das ist eine einzigartige Besonderheit. Ich bin nach wie vor überzeugt von unserer Art und Weise, wie wir tagen. Ich denke, das ist eine Besonderheit, die wir hochhalten dürfen. Damit ist nicht nur die Sitzordnung, sondern auch noch das Abstimmungsprozedere mit dem Aufstehen, die zwei Tagungsorte im Kanton und die drei im Saal verteilten Rednerpult gemeint. Fazit vom Besuch. Es gibt Unterschiede, es wollen alle an den gleichen Ort haben, es müssen alle den Staat verwalten und Gesetze machen. Und alle schauen es etwas anders an und haben etwas andere Strukturen. Aber am Schluss zählt bei allen Parlamenten, dass sie gut arbeiten und zwischendurch auch einmal ein bisschen Freundschaften pflegen.